Hallo und willkommen zurück bei Resident Evil Zero. Moment. Ja, hier kann man es besser sehen. Das lege ich ab. Sie legt auch das ab. Das wird ausgetauscht gegen das hier. So, jetzt werden manche fragen, warum denn das? Ganz einfach, weil ich die zwei Zutaten hier nehme. Daraus ein köstlicher Erste-Hilfe-Dings-Zauberer. Das nehme und austausche gegen das. Gut. Und Billy noch den hier extra nehmen. So. Ja. Okay, und jetzt gehen wir wieder mit zu Rebecca. Jetzt ist es soweit. Jetzt greifen wir uns den Boss. Und der wird sowas von gelegt. No, ja, sollte mit ihr laufen. Gut. Vielleicht nervös, denn im letzten Durchlauf haben wir ihn ja nicht besiegt. Also was heißt hier im letzten Durchlauf? Das letzte Mal, als wir, vorletzte Folge, um genau zu sein, als wir gegen ihn gekämpft haben, haben wir kläglich versagt. Und das würde ich gerne diesmal vermeiden. Stellenweise würde ich sagen. Aber das geht. Ich habe höchstes Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Das schaffen wir. Und ich habe noch ein bisschen Wiederbelebungszeug mit eingepackt. Also nicht Wiederbelebungszeug, sondern ja, Heil-Items. Gut. Hoch und durch die Tür. Und gleich hier um die Ecke wird es sein. Gleich hier werden wir gegen ihn antreten. Also gut, wir werden es schaffen. Wir werden sowas von ihm. Oh, ja. Zuerst geht es ja noch. Fuck, stimmt ja, hier gibt es ja. Gehen wir mal davon aus, dass wir die Pistole nicht mehr brauchen. Fuck, wir hätten also die anderen Moon-Ohren mitnehmen können. Aber wegen einem Schuss wird der Braten nicht dick. Oder der Kohl nicht dick. Lass ihn los! Lass ihn! Okay. Ausrüsten. Zu ihm wechseln und. Was soll's? Ausrüsten ist unmöglich. So. Fuck.
Komm schon. Au. Zur selben Art. Stopp. Okay, das ist kritisch. Verwenden. Ausrüsten. Komm schon. Lass los, lass los, lass los. Wir haben es geschafft. Stirb, du Monster. Okay, wo kommen wir her? Also, zuerst einmal Map schauen. Okay. Und da haben wir... Was haben wir hier? Rohrschlüssel. Mitnehmen. Oh. Deshalb hat sie nicht mehr geschossen. Das würde einiges erklären. Gut. So, auf ihn wechseln. Die ausrüsten. Wir wollen ja nicht übertreiben. Wir können ja wieder zurückgehen. Oder wenn wir zurückkommen, lebt der Penner wieder. Ja. Munition. Und jetzt geht's hier nach vorne. Und hier vorne haben wir ja unsere Knarre hingelegt, also von dem her. Eigentlich hätten wir alles in dem Gang hier reinwerfen können, aber in diesen Gang habe ich nicht mehr gedacht. Ich dachte, wir kommen direkt zum Boss. So. Ja, Pistole nehmen. Und sie sogar ausrüsten. Gut. Warum hatte der Boss eigentlich die Schlüssel bei sich? Braucht er die? Okay. Laufen wir ein bisschen durch die Gegend und schauen uns an, was hier alles so gibt. Magnum-Munition noch. No. Er hat nachgeladen. Nein. Ja. Wir hätten Katz und Maus spielen können, aber scheiß drauf. Da ist ein Gerät nebenan, scheint damit zusammenzuhängen. Verwenden. So, verwenden. Und es geht weiter. Wir kommen in den Safe Room. Moment. Immobilien-Sachverständiger haben wir erhalten. Ernsthaft? Jetzt kriegen wir tonnenweise... Das hätten wir vorher gebraucht.
Oder warte. Okay, das gefällt mir im Moment gerade nicht. Wir werden mit Fahrband. Wir werden gerade mit Munition und Hilfssachen zugeschissen. Kann es sein, dass es weitergeht? Ich dachte, das wäre der Boss. Okay. Lager. Gut. Wir haben gespeichert, ablegen. Munition kann ich nichts mitnehmen, aber ich kann so eins mitnehmen. Der Hebel für den Aufzug. So können Sie vielleicht entkommen. Aufzug aktivieren. Ja. Es lebt noch. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Repeat. Who activated the self-destruct system? Come on, can't this thing move any faster? Okay, kein Ausrüsten. Ausrüsten nicht möglich. Also Moment. So, ausrüsten. Lass los, loslassen. Okay, keine Schüsse mehr. Kombinieren. Und geschafft! On the windows. Got it. I'll use my charm to distract Her Majesty. Okay, Torbedienungsanleitung. Geben Sie wie folgt. Gehen Sie wie folgt vor, um den Heliport im Notfall zu öffnen. Sperre lösen. Die vier Sperrmechanismen im Raum sind die folgende Reihenfolge zu aktivieren: südwestlich, nordwestlich, südöstlich. Ernsthaft? Westzeit, drehen Sie zum Öffnen der Tore die einzelne Kurbel. Kurzer Moment. Okay. Moment. Kombinieren. Versuchen Sie später noch einmal. Okay.
Au! Komm. Zuerst einmal kombinieren wir das. Okay, ich glaube, nein, immer noch nicht. Komm, mir nach, kleine hässliche Königin. Das sollte eine Königin sein. Komm. Ja, gut. Geschafft! Billy! Hey, Queenie! Feast on this! Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Gut, und jetzt geht sie in die nächste.
extrem schlimme Gegend. Und zwar dort rein, wo es beim ersten Teil anfängt. Also in die Menschen. Resident Evil Zero. Deshalb heißt es Zero. Ganz ehrlich, es war ein gutes Spiel. Mir hat es gefallen. Denn ich mag die Resident Evil Reihe und bis jetzt hat es sehr viel Spaß gemacht. Also auch das jetzige Spiel. Was ich leider vermisst habe, war ein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht, wie nennt man die Dinger? Ach ja, die Kisten. Hätte ein paar Sachen ein bisschen vereinfacht, aber sonst... Eigentlich gut. Ja, ein wenig zu wenig Platz, aber das ist doch immer so. Zu wenig Munition, zu wenig Platz. Sonst, die Aufbereitung hat mir eigentlich gut gefallen. Also, das HD-Remake. Mein Kritikpunkt ist, dass ich mit Gamepad spielen musste und nicht mit der Tastatur konnte, denn das war ja schrecklich. Ich habe es versucht im ersten Part und boah, ging das scheiße. Egal, mit dem Controller war es dann wesentlich einfacher, also die Steuerung einfacher, nicht das Spiel an sich einfacher. Und ja, ich hoffe weiterhin auf gute Resident Evil Teile. Die machen mir bis jetzt immer sehr viel Spaß und ja, das ist doch das Wichtigste. Ein Spiel muss Spaß machen. Sonst wäre es kein Spiel. Sonst wäre es Folter. Nehme ich an. Oder Arbeit. Andererseits, Arbeit kann ja auch Spaß machen. Ah, ihr wisst, was ich meine. Und an all die Leute, die hier mitgemacht haben, Dankeschön für euren Einsatz. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Obwohl ich finde, den letzten Gegner hier hat man wesentlich leichter tot gekriegt als den Tyrant. Und okay, das kann ich Ihnen nicht ankreiden, aber das mit den Affen war scheiße. Von meiner Seite aus. Denn ich hätte irgendwie merken sollen, dass ich in den falschen Raum gelangt bin. Dass ich nicht unbedingt dort rein müsste. Und wie viele Folgen war es? Waren es 6, 7? Was? Nein. Ich meine 2, vielleicht 3 Folgen voll mit... Ich rege mich auf über die scheiß Affen und dann irgendwann, als ich es geschafft habe, als alle Affen tot waren, kam die Pointe nicht, aber kam die Offenbarung, jo, es ist ein Stockwerk weiter unten. Super. Yeah. Aber dadurch, dass ich das dann erfahren habe, habe ich es nicht weiterhin probiert, dort reinzugehen und die alle zu töten. Was ich leider auch ein bisschen schade finde, und das ist ja bei den meisten alten Resident Evil Teilen, man hat keine Nahkampf-Skills, also ein paar der Zombies könnte man eigentlich locker ausnocken oder irgendetwas in der Gegend nehmen und das durch den Kopf rammen. Beile, Äxte, Stühle. Man muss sich nicht anknabbern lassen. Wenn man unvorsichtig ist und der von hinten kommt und einen anknabbert, ja. Aber wenn man die Möglichkeit hat, das sieht man sehr gut bei The Walking Dead. Wenn man unvorsichtig ist oder nicht aufpasst, kann es schnell passieren. Aber wenn man ruhig, besonnen und noch halbwegs mit Gehirn dran geht, sollte man die Zombies, respektiverweise die Beißer, wie sie heißen, oder auf Englisch Walker, also die Läufer, so die Laufenden, keine Ahnung. Ja, aber zum Glück kann man das ja in den neueren Teilen ein bisschen besser machen. Zum Beispiel, wenn einer am Boden liegt mit einem Messer direkt in den Kopf.
oder Kopf zertrampeln und wieder ein paar Tritte, damit sie weiter wegkommen, damit sie überhaupt nicht in der Nähe kommen, um dich überhaupt beißen zu können. Und Koji Oda, herzlichen Dank für deine Direktorsachen. Gut. Und danke an dich, Capcom. Danke. Getötet 114 Mal. Schüsse 575. Erholungen. Was bedeutet Erholungen? So oft wie ich gestorben bin? 28 Mal. Rang C. Gespeichert 40 Mal und Zeit 8 Stunden und 50 Minuten und 28 Sekunden. Leech Hunter. Sie können jetzt Leech Hunter spielen. Taste drücken. Sie können jetzt den Wesker-Modus spielen. Moment mal. Wesker? Ja, der sieht geil wie E und die, aber Rebecca? Die sieht irgendwie verändert aus und rote Augen. Okay, Spiel speichern und zwar hier. Und ich würde sagen, sobald es gespeichert hat, Spielende. Sehr gut. Capcom. Gut, Symbole, bla bla bla. Schauen wir noch schnell rein. Inhalte, das ist ja gleich wie E und J. Okay, Extras, Handbuch, Galerie. Okay, da hatten wir alles. Wesker-Modus. Okay. Neues Spiel, normal, schwer. Okay, gut. Ich würde es... Moment, ist es nicht gerade, man kann einen Leech-Modus spielen? Ich habe nur den Wesker-Modus gesehen. Extra Wesker-Modus. Ja, Wesker-Modus. Shadow Dash. Sie können jetzt als Wesker spielen. Todesblick. Halten Sie X beim Zielen und lassen Sie los, um einen Fernangriff auszuführen. Lange halten, gleich mehr Kraft. Halten Sie die B-Taste und lassen Sie los, um nach vorn zu sprinten. Drücken Sie während des Sprintens B, um anzuhalten. Drücken Sie während des Sprintens, um die Richtung zu wechseln. 5 Sequenzen zeigen Billy. Die Tür, blablabla. Ist verschlossen, blablabla, blablabla. Es gibt kein Zurück. Ganz ehrlich, sie sieht geil aus. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.